Wir sind jetzt mit einem luxemburgischen Furry fertig geworden und wir haben hier noch einen luxemburgischen Furry. Anneken. Genau. Seit wann machst du? Seit wann bist du ein Furry? Oh Gott, das müssten so langsam 5 Jahre geworden sein. Wie bist du dazu gekommen? Ich bin da irgendwie so reingerutscht, weil ich dann halt auch auf dem Internet etwas rumgesucht habe und dann, ich habe mich halt etwas mehr über Furries halt informiert und mir hat es irgendwie gefallen und ja, da war ich halt drin. Deine Fursuits? Selbst gemacht? Nein, gekauft? Alles gekauft, auch teuer? Die hat mich mit allem drum und dran um die 800 Euro gekostet. Okay. Gehst du auf viele Conventions mit den Fursuits? Ja, hauptsächlich Anime-Conventions, wenn irgendwo welche sind. Okay. Von den J-Con her, wie hat sie dir gefallen? Also mir gefällt es sehr gut. Es ist meine erste deutsche Convention und ich bin schon beeindruckt, ja. Wenn Leute dich finden wollen, wo können sie das machen? Auf Facebook. Das wäre Anakin's und Baldur's Adventures. Okay, Anakin und Baldur's Adventures auf Facebook. Bei dir, wie empfinden die Leute in deinem Umfeld, dass du ein Furry bist? Also, es haben eigentlich alle den Leuten, denen ich es erzählt habe, es sehr positiv aufgenommen. Verschiedene finden es etwas komisch, andere finden es eigentlich auch sehr cool. Okay. Willst du noch zum Abschluss etwas sagen? Ja, bleib flauschig. Okay, und vielen Dank fürs Interview. Gerne. Und noch eine schöne J-Con. Danke. I'm not your fucking chance.